Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist soeben die wirklich extrem schwere InStyle-Box bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die InStyle-Box ist eine Beauty-Box, die viermal im Jahr erscheint, also immer passend zu den jeweiligen Jahreszeiten, und sie enthält wirklich krasse Produkte. Teilweise hatten wir hier schon super, super hochwertige High-High-High-End-Sachen drin aus den Bereichen Beauty, Fashion, Lifestyle, Food, alles, was das Herz begehrt. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe InStyle-Boxen-Team. Und ich verlose auch in diesem Video wieder etwas. Und zwar werde ich eine individuell zusammengestellte Beauty-Box packen und an einen von euch versenden. Genau, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Box kostet zwischen 25 Euro und 29,95 Euro und sie hat immer das gleiche Design. Die hat jetzt nicht irgendwie mal so ein Special Packaging oder so. Das ist immer so eine weiße Geschichte, die sich so ein bisschen stoffähnlich auch anfühlt. Dann haben wir hier das InStyle-Box-Logo drauf und ja, ne? Dieses Mal ist die echt ganz schön schwer, Leute. Da lag jetzt nichts nebenbei im Karton, aber da haben sie gut gepackt, würde ich mal so sagen, ne? Deckel ist entfernt. Und das ist dann natürlich die Winteredition, genau, steht jetzt hier auch drauf, von 2021 und 2022. Und ja, die Winteredition war damals auch eine der ersten Editionen, die ich selber mir mal gekauft habe. Da gab es mal so einen Boxen-Sale und da habe ich zugeschlagen. Und im Laufe der Zeit ist daraus eine Kooperation entstanden und das finde ich total klasse. Ich rieche mal eben kurz dran. Riecht soweit nach nichts, ne? Übrigens hat Sammy sich jetzt mittlerweile schon zwei Spielis hier hingeholt. Also einmal sein Drinnentau und sein Tiger. Läuft bei dir, Mausi, ne? Ja, jetzt ist er gerade beschäftigt mit seinem Tiger. Okay, ja. Das Seidenpapier ist zur Seite gerutscht und hier haben wir dann den Blick in die Box. Das ist so ein Heftchen, wo so Gutscheinviecher drin stehen und ich sehe schon richtig viel geile Sachen. Hier haben wir meistens halt auch wirklich so Originalgrößen drin, Full Sizes, ne? Und das hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da ist auch direkt vorne abgebildet, was alles so immer in so einer InStyle-Box drin ist. Da haben wir Beauty, also dekorative Kosmetik, Pflege haben wir mit dabei. Wir haben Fashion mit dabei. Wir haben hier auch Kleidungssachen. Ich meine, Schuhe hatten wir jetzt noch nicht drin, aber so Socken oder sowas, ne? Parfum, Lippenstift und so weiter und so fort. Und wir bekommen auch immer drei Ausgaben der InStyle als E-Paper mit dazu, wenn man Abonnent ist. Und die kann man dann einlösen. Man bekommt so einen Code zugeschickt und das finde ich auch ein bisschen nachhaltiger, ne? Weil du dann keine Zeitschrift druckst und versendest, sondern man hat sie einfach auf dem Handy oder auf dem wo auch immer. Und hier haben wir dann einmal so das, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, da stehen keine Preise mit dabei. Die suche ich mir immer raus und blende euch die ein, verlinke euch die Produkte auch in der Infobox. Und hier sind auch immer Timestamps. Also falls euch das jetzt gerade nicht interessieren sollte, ne, weißt Bescheid. Ja, wir lesen das Editorial. Lieber InStyle-Fan, endlich, der Winter ist da. Ja, Leute, ganz ehrlich, bei uns ist hier gerade so hart Winter Wonderland angesagt. Warum ich mich so darüber freue? Weil man es sich nun daheim wieder richtig gemütlich machen kann. Yo, safe. Mach eine Kerze an und stell so einen kleinen selbstgemachten Stoffwichtel von einer wundervollen Abonnentin auf. Ein Träumchen. Unsere neueste InStyle-Box hat alles dabei, was man für so einen schönen Wintertag braucht. Egal, ob drinnen oder draußen. Fürs Home-Spa-Feeling empfehle ich die... Oh, hier wird gespoilert. Aber auch der Wintertag... Aber auch wer den Wintertag draußen verbringt, findet einiges in unserer Box. Ja, daraus kann man natürlich auch Glühwein trinken. Das passende Gewürz finden Sie ebenfalls in der Box. Genießen Sie den Winter, Ihre Kerstin Wang. Und ich glaube, Kerstin Wang ist irgendwie, ich weiß nicht, ob die die Chefredakteurin ist oder sowas, ne? Also die Kerstin, die schreibt öfters mal ihr Editorial hier rein. Das finde ich ganz cool. Da sind die Produkte aufgeführt, da sind auch noch Informationen dazu geschrieben. Dann, gibt es hier auch noch so Rabatte und so weiter. Ich halte euch das einfach mal hoch, falls euch das interessiert, weil ich habe jetzt keinen individuellen Rabattcode oder so, ne? Und ja, finde ich ganz interessant. Sneak Peek, so viel können wir schon verraten. Die nächste Box wird blumig, frisch. Marc Jacobs, oh, da kriegen wir dann wahrscheinlich ein Marc Jacobs Parfüm. Vielleicht ist es Daisy oder sowas. Boah, krass. Okay, ich packe hier jetzt einfach mal rein und nehme das erste Mal raus. Huch,
Da haben wir natürlich Krüppelpapier auch mit am Start, ne? Von Yves Rocher, Elixir Botanique, Serum, ein stärkendes Anti-Pollution-Serum mit sauerstoffspendenden Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus der Bretagne. 50 Milliliter sind hier drin und das ist ein Produkt, was ich auch schon da habe und auch schon in meinem Backup drin habe. Finde ich wunderschön. Hatte ich, glaube ich, in einem Adventskalender drin. Das ist so oben grün und unten wird das türkis. Es sieht so schön aus von dem Flakon her alleine schon. Und ja, ne, das ist Yves Rocher. Das ist eine schöne Marke, die ist sehr hautverträglich und so. Da kann ich gut mit um. Und deswegen freue ich mich, gemeinsam engagiert Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus nachhaltigem Anbau in der Bretagne, der die Biodiversität respektiert. Sehr schön. Ja, ne? Ein Serum. Kann man sehr gut gebrauchen. Huch. Herze Claudinchen, vor allem wenn das so Anti-Pollution ist. Hier leben wir auf dem Land bei uns, ne? Also wir haben hier nicht so wirklich viel was mit Pollution zu tun. Industrie ist ja auch nicht so viel. Wir hatten hier ja bis zu, ja, es ist jetzt vor einem Jahr ungefähr abgestellt worden, das Kohlekraftwerk, was bei uns hier in der Nähe ist. Aber ansonsten hast du hier echt nicht viel mit Pollution zu tun. Wenn ich auf der Terrasse sitze, da höre ich manchmal einfach gar nichts. Gerade im Winter ist es sehr, sehr angenehm. Aber gut, dann haben wir etwas, wo wir auch schon ein bisschen gespoilert wurden. Und zwar haben wir eine Peel-Off-Maske von Biroutine mit Glitzerpartikeln. Glitzer-Peel-Off-Maske, tiefenreinigend. Oh mein Gott, für normale Haut. Mit Provitamin B5. Ich habe jetzt schon bei einigen gehört, dass die gar nicht so schlimm sein soll. Aber gar nicht so schlimm ist für meine supersensible Haut schon schlimm genug. Au. Nee, die wird weiter wandern. Ich habe da einfach so ein bisschen, ne, nee, ich habe in meinem Leben sehr viele Peel-Off-Masken verwendet und habe jedes Mal gemerkt, wie rot meine Haut ist. Da habe ich mir auch immer gedacht, das kann doch nicht gut sein, ne? Also Masken sollten ja auch nicht wehtun oder Pflege sollte ja auch nicht wehtun. Deswegen wird die weiter wandern, aber das ist nicht schlimm. Ich sammle ja auch immer, wenn ich halt für euch so Verlosungen mache und so zum Beispiel, wie auch in diesem Video, ne? Dann hole ich immer so ein Klopperfee raus. Schwarzkopf Glisskur Hair Repair Regeneration 2-in-1 Kur. Das kannst du entweder vor oder nach dem Shampoo machen. Oh, ich habe hier noch einen Klebi am Finger. Flüssiges Keratin und Blütennektar, trockenes, strapaziertes Haar. Ja, das habe ich ja wohl, ne? Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was meinen Namen ruft, ganz laut. Und da rieche ich doch mal kurz dran. Total Repair. Ich finde, Glisskur hat immer gut riechende Sachen. Ja, das riecht wirklich himmlisch geil. Hat halt einfach so eine ganz normale Haarkur-Konsistenz. Ja, ne? Und jetzt im Winter, alles ist trockener, als es sowieso schon ist. Ich, Trockenfläumchen, bin noch trockener als sonst. Ich fühle mich mittlerweile nicht wie eine Trockenpflaume, sondern wie eine Dörrpflaume. Und auch meine Haare, ne? Deswegen, die brauchen auch alle immer wieder Pflege. Da habe ich zwar schöne Produkte von Pomelo und Co. in Anwendung, aber irgendwann sind die ja auch leer. Und dann geht's wieder mit den regulären Drogerieprodukten weiter. Dann schauen wir mal hier, Kia T London, ein Bronzer, nein, Bronzed 9-Piece Eyeshadow Palette, oh, eine Lidschattenpalette. Darüber freue ich mich persönlich immer super, wenn wir sowas, ich freue mich immer sehr, wenn wir sowas in Beautyboxen drin haben. Das kommt auch in meinen Full-Face Beautybox mal mit rein, wobei ich diesen Monat so viele Lidschattenpaletten auch drin habe, das ist der Wahnsinn. Man merkt halt, dass Weihnachten vor der Tür steht und da hauen die Boxen einfach auf die Kacke, sag ich euch. Von Kia T habe ich, ich glaube letztes Jahr, oder wann war das? In einem Adventskalender hatte ich eine riesengroße Lidschattenpalette. Hier haben wir jetzt einfach mal eine kleine, die gucke ich mir mal an, wie die so aussieht. Ja, ne, wie der Name schon sagt, eine Bronzy-Hochpalette, aber jetzt wirklich schön. Schöne festliche Töne, dieses Gold catcht mich ja schon wieder, ne? Dann haben wir dieses Orange hier oben, was ich auch echt schön finde. Schöne Schimmertöne, schöne matte Töne. Da kannst du gut mitarbeiten, ne? Das sieht jetzt auf den ersten Blick relativ langweilig aus, aber da kannst du viel mitmachen. Doch schon, ne? Finde ich cool. Auch ein großer Spiegel mit dabei, ja. Ich habe auf meinen Augen die Miss Claus Palette von VH Cosmetics, also... Sieht ein bisschen aus wie so eine schöne Flagge, ne? Habe ich eben tatsächlich auch, ups, bei Instagram in meiner Story gezeigt. Eskalation, ne? Ich habe eben einen Look geschminkt, genau. So, finde ich aber schön, dass wir eine Lidschattenpalette drin haben und das ist auch eine gefällige Palette. Da hast du jetzt nicht eine super zurückhaltende Palette, wo du halt nur so pastellige Nude-Töne oder sowas drin hättest. Die hat schon ein bisschen was hinter den Backen. Sagt man das so? Hier hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Aber ist halt auch dann gleichzeitig nicht so super schrill. Ne? Also
im Prinzip glaube ich schon, dass man damit vielen Leuten eine Freude macht. Also da freue ich mich persönlich tatsächlich nämlich auch drüber. Und so eine kleine 9er Palette kannst du immer gut gebrauchen. Ja, ich bin ein Ordnungsfreak. Ich muss das wieder zurück in seine Verpackung packen. Keine Ahnung, warum ich das Bedürfnis gerade hatte. Okay, dann haben wir hier etwas drin, was ich auch einfach passend zur Zeit finde von Ostmann. Das Glühweingewürz, auch für Punsch oder Feuerzangenpole geeignet. Jo, guck, 12 Gramm haben wir hier drin. Und damals, lang ist es her, als es noch nicht Ankerkraut und Co. gab, hatten mein Freund und ich auch immer so ein ganz klassisches Gewürzregal. Das hat man halt so von den Eltern auch übernommen, ne? Wo fast nur solche Ostmann-Gewürze drin waren. Denn die gibt es bei uns im Supermarkt halt auch. Die haben die halt so einen riesengroßen Aufsteller und da haben wir immer unsere Gewürze halt hergeholt, ne? Ja, guck. Und das kannst du einfach zusammen machen mit Wein und dem, also nimmst du Wein, nimmst du Glühweingewürz, machst in einen Topf, fertig ist die Laube. Ja. Cool, ne? Da ist da drin Zimt, Ingwer, Orangenschalen, Koriander, Anis, Sternanis, Kardamom, Pfeffer und Vanille. Passt. Ja. Cool. Food. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber Compeed Blasenpflaster kann man natürlich so interpretieren, ja, wir haben jetzt Winterzeit, wir wechseln unser Schuhwerk und vielleicht sind unsere Füße auch noch nicht so daran gewöhnt, wieder diese Stiefeletten zu tragen. Und da kommt es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man dann Blasenpflaster im Haus hat. Ich habe so ein kleines zwiegespaltetes Verhältnis zu Blasenpflastern, genauso wie zu Zahnpasta, Scrunchies und Invisibobbles. Ne, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Die sind jetzt für die Ferse gemacht. Ja, ist schön, wenn man es da hat, ne? Doch, komm, ja, lässt du mal durchgehen, Claudinchen. Ich bin manchmal so eine Meckerliese, ne? Okay, so, jetzt haben wir hier ein bisschen was Größeres mal wieder. Das ist jetzt perfekt. Von Vase Null Skin Expert Intensive Rescue Body Lotion für sehr trockene Haut, parfümfrei. Und da haben wir 200 Milliliter drin. Hä? Kann man das sehen? Sammy veranstaltet da gerade echt so eine kleine Party mit seinem Tiger, ne? Ja, macht er gut. Was knackt denn da hinten so? Ja, er eskaliert. Okay. Also er kann auch was anderes als nur rumliegen und schlafen offensichtlich. Ich glaube, das wollte er in diesem Video einfach mal demonstrieren und dann lassen wir ihm einfach mal seine Bühne. Und ich darf es gleich wegmachen. Yay. Genau. Ist jetzt sehr, sehr praktisch. Ich, wie gesagt, Trockenpflaume, Dörrpflaume, ihr wisst Bescheid. Und das finde ich gut. Tatsächlich. Ne? Kommt auch bei mir in den Backup-Schrank oder halt auch direkt vielleicht in den Badezimmerschrank. Muss ich mal gucken, weil das halt einfach jetzt gerade sehr passend ist und ich das gut gebrauchen kann. So, noch so ein Riesenvieh ist hier auch noch mit dabei. Also ich sag euch das, ne? Das hatte mein Freund letztens auch aufgebraucht. My New Hair Balance Everyday Shampoo. Haar- und Kopfhaut für normales bis schnell fettendes Haar. Mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika. Hier sind 300 Milliliter drin. Den Klopper kriegt man auch beim Rossmann, glaube ich. Habe ich den auch schon mal gesehen. Er hatte mir mitgeteilt, dass es ihn sehr gestört hätte, dass dieser Deckel halt quasi ein Drehdeckel ist und nicht irgendwie so ein Hochklappdeckel. Hat er recht. Ist ja auch echt schwierig, ne? Er hat sich das dann nachher umgefüllt. Reiß die Hütte ab, Sammy, ist okay. genau, der Deckel, den fand er halt blöd. Ich habe auch schon mal so eins gehabt und aufgebraucht und da muss ich auch sagen, der Deckel hat mich gestört. Aber von der Pflegewirkung her hat mir das richtig gut gefallen. Ich weiß aber nicht, ich glaube, die schwarze Variante hatte ich nicht. Er hatte die schon und von der Reinigungswirkung und so weiter, ne, fand er das gut. Ja, und jetzt haben wir quasi ein Shampoo und eine Haarkur. Das ist cool. So, dann habe ich hier noch ein bisschen so Lifestyle und Fashion. Ich nehme jetzt erstmal das Fashion-Produkt raus, denn das finde ich gerade richtig geil. Ich habe ein Stirnband. Ich hatte letztens in einem Adventskalender ein Stirnband drin, was ungefähr halb so dick ist, was halt perfekt geeignet ist, wenn es halt anfänglich kalt wird. Aber das hier ist ein Stirnband. Das hält dir auch, glaube ich, so richtig, richtig lange die Ohren. Achso, wie mache ich das denn? Hab ich ein Ohr? Ich kann das nicht machen, wenn ich so fett geschminkt bin. Aber ich will es ausprobieren. Ja, das sind so die Probleme des Lebens, ne? Normalerweise kannst du es ja auch, ne, sieht jetzt nicht so nicey-picey aus, ihr wisst Bescheid, aber ich mache das jetzt einfach mal so zu Demonstrationszwecken und habe hier so eine fancy Locke am Start. Aber guckt euch das mal an. Das ist richtig geil. Ich mache das eigentlich am liebsten halt unter die Haare und dann die Haare hier drüber, aber ich glaube, so ist es auch gar nicht so schlecht, ne? Weil dann hast du gar nicht, dass deine Haare hier so hochgedrückt werden, weil das habe ich sonst immer. Ne, kannst du so auch tragen. Boah, ich fühle mich gerade wie so eine richtige Etepetete-Lady, wisst ihr? Das ist so richtig geil wärmend. Oh, ich kriege gerade richtig warme hier Ohrviecher, ne? Und das ist auch so flauschig.
Finde ich total klasse. Also ob man jetzt ein Stirnband nimmt oder ob man sich eine Mütze aufsetzt, ist ja jedem selber überlassen. Es ist ja irgendwie ein mega Großteil der Wärme, der Körperwärme geht ja über den Kopf weg. Und ich habe immer krasse Probleme mit meinen Ohren. Für mich ist so ein Stirnband eigentlich immer eine super Zwischenlösung. Und damit komme ich persönlich immer richtig gut klar. Mir gefällt das Design gerade richtig gut. Irgendwie fühle ich mich gerade hübsch. Auch wenn das hier oben irgendwie merkwürdig aussieht, aber ich fühle mich hübsch. Lass uns das einfach nur noch so filmen, okay? Nein, ich nehme es mal ab. Aber es ist wirklich, weil ich höre da nicht mehr so wirklich viel, es ist wirklich schön. Ich weiß gar nicht, welches Material das ist, weil das ist so, so eine Art Niki-Stoff, ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Mag ich gerne leiden. Sammy. Hat da hinten eine kleine Party veranstaltet. Ich guck mal eben, ob ich hier irgendwas in diesem Heftchen drin zu finde. Ob man da irgendwie... Da. Knitted Headband. Es ist ein modisches Accessoire mit Twist-Detail. Super leicht, super wärmend und super flauschig. Sanft angeraut verleiht das Strickmaterial der Haut einen natürlichen Luxus in der kalten Jahreszeit. Mit dem Headband halten sie ihre Haare aus dem Gesicht und ihre Ohren warm. Ihre Stirn hüllt sich derweil in Wohlgefühl. Ja, definitiv. Also ich mag das. Ich werde das jetzt auch in meine Spaziergehtasche mit Sammy reinpacken. Morgen kommt meine Mama vorbei, beziehungsweise ich glaube, ich versuche das Video mal so hochzuladen, dass ihr das dann quasi Mittwoch direkt sehen könnt, ne? Und dann werde ich das direkt mal austesten, weil bei uns ist es halt gerade echt rattenkalt. Mega cool. Ne, Sammy? Hat Fräuchchen wieder warme Öhrchen. Und jetzt habe ich hier, ich glaube, das letzte Produkt drin. Ja, oh, aber schön. Ist ein Coffee to go Mug with Lid von Like bei Villeroy & Boch. Edel, sprach der Wedel. 0,29 Liter haben wir hier drin, ne? Also dass du quasi 290 Milliliter hier reinpacken kannst. Ach, ist das cool. Und dann ist da so eine Art Deckel mit dabei, sodass man quasi, wenn man dann unterwegs ist, theoretisch sich das irgendwie eingießen könnte. Oh, das ist ja wirklich aus Porzellan hier. Guck mal. Das ist ja gar nicht aus Plastik, wie ich erst dachte, weil das ist ja auch echt schwer, ne? Kannst du natürlich hier hochproppen und dann hier draus trinken. Ist richtig geil, weil das ist einfach Porzellan. Mega, finde ich wirklich klasse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann so zum Spazierengehen mit Sammy mitnehmen würde. Dafür wäre mir das persönlich ein bisschen zu schwer. Aber weil ich so eine Trine bin, die immer ihren Kaffee vergisst, stelle ich mir das dann einfach an meinen Tisch ran, an meinen Schneidetisch und kann das dann nehmen. Was habe ich hier? Hä? Hier habe ich noch was? Weil hier steht irgendwie... Ach, Moment. Sie musste erst denken. Nee, doch nicht. Hä? Weil hier ist halt sowas abgebildet. Das ist, glaube ich, so ein Haltevieh, dass einem die Hände nicht zu heiß werden. Oder? Was steht denn da? Becher Marmory mit Deckel und Sleeve. Ja, ein Sleeve, genau. Also quasi, dass man das hier so reinmachen kann. Genau. Und dann kann man das so halten. Perfekt. Wirklich geil. Ne? Finde ich richtig geil. Ja, und wenn ich dann am Tisch sitze, dann kann ich das nehmen und daraus trinken. Finde ich gerade extrem, ne? Also ich freue mich da richtig drüber gerade. Ich kann das gar nicht so, ne? Aber ich finde das cool. Bin schon direkt am Planen und so. Finde ich mega. Also ein tolles Geschenk, also ein tolles Produkt hier drin. Weil wenn ich bedenke, ich habe hierfür, also man zahlt normalerweise hierfür, ich habe hierfür nicht bezahlt bei Kooperation, aber man zahlt normalerweise 25 bis 30 Euro. Ich sag mal 25 Euro, weil ich hatte damals zum Beispiel auch ein Jahresabo von der Instabox, ne? Und du bekommst solche Produkte in diesem Wert, habe ich euch ja auch eingeblendet. Ist das schon geil, ne? Natürlich ist es hier immer die Sache, du bekommst sie nur alle 3 Monate. Das heißt, du musst eine ganze Weile darauf warten, um wieder die nächste Box zu bekommen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Deswegen würde ich, wenn ich mir halt eine Box abonniere, mir immer, wenn ich, ne, also eine Insta-Box abonnieren und dazu dann halt noch irgendwie eine Pink-Box oder sowas, die halt echt dann monatlich erscheint. Weil ansonsten, dauert mir das dann zu lange dazwischen. Aber schöne Produkte in der Box. Wirklich toll winterlich abgestimmt. Also mir gefällt es, dass hier auch so auf Haarpflege gesetzt wird. Diese Tiefenpflegegeschichte für den Körper gefällt mir. Ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei, ein bisschen was für Innenwärme mit dem Glühweingewürz finde ich auch schön. Und
bisschen Gesichtspflege. Ja, das Blasenpflaster hätte nicht sein müssen, ne? Aber trotzdem, also auch dieser Coffee, den finde ich richtig geil. Der wird auch in Anwendung kommen, ne? Finde ich richtig cool. Yosemi ist auch ganz aufgeregt, der sitzt neben mir. Kriegt jetzt eben noch sein Leckerli, weil er es toll gemacht hat, da hinten seinen Tiger zu zerfetzen. Ist fein gemacht. Fein, ja. Die Endsamer Adventskalender. Ja, ihr Lieben, also mega, denkt dran, Verlosung gibt es in diesem Video. Jetzt nicht diese Box, sondern eine selbst zusammengestellte. Aber die hat mir richtig gut gefallen wieder. Und ich habe mich so gefreut, als ich gestern, glaube ich, eine Benachrichtigung bekommen habe. Morgen kommt ihr DHL-Paket in Starbox. Yay! Freu. Okay, laber. Ihr Lieben, falls euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.